Hallöchen, bevor ich hier anfange, bevor ich zu diesem Röhrenradio komme, ein Wort der Warnung. Was ihr jetzt hier im Video seht, macht ihr bitte auf absolut keinen Fall nach. Ich habe hier keinen Trendtransformator, der eigentlich zwingend nötig wäre, um an sowas sicher zu arbeiten. Ich habe hier andere Schutzeinrichtungen, die mich vor tödlichen Unfällen bewahren, aber es kann immer noch zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen führen. Darum macht das Scheiß ja nicht genau so nach. Es soll euch nur zeigen, wie ich mir jetzt dieses Ding hier repariere, mehr nicht. Also, kommen wir mal zu dem Gerät. Ein Röhrenradio. Das soll auch wieder spielen. Ich habe es schon einmal am Strom gehabt. Zum Glück ist da nichts weiter passiert, weil die Stromleitung so porös war, dass sie sich nachher blanke gedreht hat. Das kann ich euch nachher noch zeigen. Es hat ein bisschen was gespielt. UKW war total tot. Mittelwelle und Langwelle war statisches Rauchen. Rauschen. Sprich, der Oszillator läuft bei den beiden. Der TA weiß ich nicht. Und das Röhrenradio ist halt ein Löwe Opta Bella. So. Ich habe schon soweit alle Teile da, die ich dafür brauche, um das wieder fertig zu machen. Warum UKW nicht geht, weiß ich noch nicht, will ich mal gucken. Das Ding ist so verbaut, dass es mir jetzt ziemlich viel Spaß machen wird, das Ding fast komplett zu zerlegen. Heißt wirklich Trafos rausschrauben, hier Poti rausschrauben, um an gewisse Stellen ranzukommen. Ich kann es jetzt leider nicht mal schnell irgendwie eine Stromleitung anklemmen und mal anschließen, da ich beim Raussuchen der Kondensatoren ein oder zwei relativ tief doll angepiekt habe und das würde in einer absoluten Katastrophe enden, wenn ich da jetzt nochmal Strom ran gebe, bevor ich da nicht bei war. Kondensatoren habe ich mir alles besorgt. Ich habe es gekauft für ein Viertelhunderter, sagen wir es mal so. Mit dem Hinweis defekt, ich war hier zu Hause, stecke es rein, nee, geht nicht. Trafo durch? Hoffentlich nicht. Guck, nee, da war die Sicherung durch. Die Sicherung einmal nur provisorisch ersetzt gegen eine etwas stärkere, aber da habe ich gedacht, ist egal, wenn es jetzt gleich knallt, dann knallt es, dann ist okay, dann ist es kaputt. Dann habe ich aber wenigstens noch den Ausgangsübertrager. Egal. Aber Sicherung rein, angemacht und es ging. Alle Röhren scheinen heil zu sein. Also sie leuchten alle. Ob sie jetzt von den Werten her noch gut sind, kann ich hier nicht testen. Ich habe kein Röhrenprüfgerät. Gut. Aber darum soll es jetzt heute gehen. Beziehungsweise in den nächsten vielleicht 2, 3, 4 Teilen. Ich weiß es nicht, wie weit ich komme. Dass ich das Ding wieder soweit elektrisch fertig habe, dass man es ohne Bedenken benutzen kann. Und ich versuche auch noch mal ein bisschen abzugleichen, ob das noch ein bisschen besser wird nachher wieder, weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Das Gehäuse werde ich so lassen, wie es ist. Ich werde mal hier so ein bisschen ins Licht gehen. Ich hoffe, das spiegelt nicht so sehr. Es hat hier nur eine Stelle, die ein bisschen schwarz ist, da scheint eine Zigarette drauf geglüht zu haben. Auf der Seite. Ansonsten ist das Gehäuse her eigentlich, könnte man das einmal abschleifen, neu lackieren. Weil es hat diesen, ich habe das schon mal online geguckt, dieses von dunkel nach hell. Ich weiß nicht, ob ich das wieder hinkriegen würde. Ich lasse das Gehäuse so, wie es ist. Hat seinen Charme. Hier vorne, vielleicht werde ich nur einmal kurz ein bisschen reinigen. Der Stoff hier vorne ist, ja, hat hier vorne schon eine kleine Macke. Überlasse ich auch, aber ich werde es so gut, wie es geht, reinigen. Hier fehlt eine Kappe. Es soll einfach nur wieder spielen. Es hat nur UKW, Mittelwelle, Langwelle, keine Kurzwelle. Also, dann werden wir mal hinten reingucken. Ich hoffe, dass das mit dem Licht hinhaut.
war jetzt nicht schön. Also die Scheibe habe ich und die Schraube. Ja, die suche ich mir nachher noch mal raus. Weißt du ungefähr, was das für eine ist. So, also wie gesagt, Löwe Optabella Typ 3710W. Hat einen Phono-Anschluss und einen Lautsprecheranschluss. Was steht hier? Kann man das noch sehen? Das ist so ausgeblichen hier hinten. Auch von der Röhrenbezeichnung. Also hier hinten kann man so gut wie kaum was drauf erkennen. Macht aber nichts. Es ist staubig, ja. Es war wohl ein bei Rauchern gewesen. Ich kann euch auch zeigen, wo das auch herkommt. Das steht nämlich hier unten drauf. Ich zoome mal drauf. Ich hoffe, das klappt. Ich kann hier auf dem Bildschirm... jetzt habe ich die Kamera irgendwie gekillt. Warum habe ich die Kamera gekillt? So, nun habe ich da ein bisschen drauf gezoomt. Wieso ist das hier auf dem Bildschirm spiegelverkehrt? Egal. Egal, ich lese es mal vor. Dieser Tonrundfunkempfänger Typ Löwe Optabella ist Eigentum der Stadtwerke Löwe. Die Tonrundfunkgenehmigung Nummer wird in der Fernmeldewerkstatt Lübeck-Meuslinger Allee aufbewahrt. Defekt am Gerät in der Fernmeldewerkstatt melden. Stadtwerke Lübeck und eine Unterschrift. So, das wäre das, wo das Ding herkommt. Wie gesagt, es könnte ein Rauchergerät sein, also dass die da geraucht haben. Das stand wohl bei denen im Pausenraum oder was. Kann man da ein bisschen was erkennen? Hier sind die Röhren EF 81, EF 89, das müsste die EABC 80 sein, das ist die EL 94. Hier hinten ist die ECC. Kann ich das noch erkennen? 85. Und das andere müsste eine EABC 80 sein. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich im Schaltplan gucken, den habe ich auf dem PC. Problem bei dem Radio war der Drehkondensator war fest, in Anführungsstrichen war fest, ich habe ihn jetzt ein bisschen lose gekriegt. Ein anderes Problem ist, das Skalenseil ist gerissen, das ist kaputt. Wenn ich jetzt meinen Zettel finde, wo ich das mir aufgemalt habe, dann könnte ich euch das sogar zeigen, aber ich habe das noch halbwegs im Kopf, wie der verlegt war und wie der gewickelt wird. Ich habe auch schon, das kann ich auch mal kurz zeigen, hier einmal Skalenseil, 10 Meter neu, 0,5 mm Durchmesser, habe ich mir besorgt, genau für diesen Zweck. Zum Abgleichen habe ich noch ein Gerät da, das hatte ich mal auf dem Kanal vorgestellt. Nehmen wir das hier mal kurz raus. Den Lautsprecher lasse ich mal noch kurz dran. Hier wollte ich euch mal zeigen, das ist das Stromkabel gewesen. Das ist so brüchig, das zerbröselt. Das zerbröselt schon in alle Einzelteile. Das ist wie Plastik. Auch die Isolierung da drin. Das Ding ist so verbaut. Ich versuche es mal von unten zu zeigen. Hier ist ein Kondensator, da ist ein Kondensator, da, dazwischen, da unten, da hinten drinne, da unten drinne, da unten drinne. So überall sind da Kondensatoren so verbaut, da ganz unten drinne. Da muss ich hier den Trafo rausnehmen, eventuell noch das Lautstärke-Poti rausnehmen.
Um da ranzukommen, das sind die einzigsten Kondensatoren, die ich gesehen habe, die gewechselt werden müssen. Das sind diese Teer-Dinger. Die sind auch schon teilweise ja, ausgelaufen, in dem Sinne, dass das Teer geschmolzen ist und schon sich auf den Weg gemacht hat, rauszulaufen. Da oben kann ich das zum Beispiel erkennen, der links und rechts sind zwei Blobs, die nach außen kommen und nach unten laufen wollen. Also die müssen auf alle Fälle gewechselt werden. Der da hinten sehe ich auch schon, der da hinten drinne auch. Ja, das muss gemacht werden. Und ich meine, wer so ein Radio nimmt und das im Originalzustand haben will, um sich das in eine Vitrine zu stellen und nur zum Angucken. Nee, sorry, wenn, dann möchte man die Dinger ja auch spielen haben, am Spielen haben. Gut. Radiosignale gibt es jetzt nicht mehr so weit dafür. Das wäre hier die Vorderseite. Hier ist das Skalenseil. Das habe ich schon mal ausgehängt auf der einen Seite. Und die andere Seite hängt da irgendwo drinne. Und dann liegt da, glaube ich, noch irgendwo ein Stückchen im Radio. Müsste noch ein Stückchen drinne liegen. Oder ist runtergefallen da. Da ist das andere Stück. Das versuche ich wieder fertig zu machen. Es ist von der Dicke her. Ja, passt, ist okay. Versuche ich wieder fertig zu machen. Hier ist ein Kondensator, der direkt von der Netzspannung hier hinten auf den Gleichrichter oder was geht. Dafür habe ich einen Y- oder X1-Kondensator vorgesehen. Muss ich nochmal gucken. Ein Y2X1-Kondensator, der direkt von der Netzspannung auf Chassis Masse geht oder wie auch immer das hier war, ja, auf die Chassis Masse. Habe ich gedacht, da nehme ich mal einen vernünftigen Kondensator für. So, ich werde jetzt mal kurz den Lautsprecher ablöten, damit wir hier an das Radio rankommen. Und dann versuche ich mit der anderen Kamera von woanders zu filmen, weil das hier ist ein bisschen umständlich, habe ich nicht genug Platz zum Arbeiten. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich hoffe, das funktioniert dann hier mit den Kameras. Nur nicht das Ding hier in seiner vollen Pracht vor mir. Oh, ich habe einen Kondensator vergessen. Hier oben ist noch einer. 470 Picofarad, 100 Volt. Ja, vielleicht habe ich da noch was. Aber hier kann man schon sehen. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich versuche mal drauf zu zoomen. Ich hoffe, das klappt. Der hier. Der lässt schon sein Teer runterlaufen, rauslaufen. Und darum, die muss ich tauschen. Also da ist nichts mit Originalzustand belassen. So, und den. Den hier. Das war einmal, zweimal. Ging da runter, zweimal darum, dann hier hoch, dann darum, wieder hoch und darum, ja. So, ich nehme jetzt hier mal einmal kurz den. Wie auch immer raus, geht gerade nicht. Nehme die Knöpfe raus. So, für die Knöpfe rausnehmen hatte ich doch hier schon einen Schraubendreher beiseite gelegt. Einmal.
Ah, nö. Ich will mich so ärgern. Der ist doch nicht passend. Wartet mal. So. So. So, da wäre jetzt eigentlich von Vorteil eine größere Tüte. Und mit die hier. Da habe ich lauter Feinsicherung gekauft. Noch nebenbei. Was waren das hier? 0,5 Ampere Träge, Mittelträge. 1 Ampere Mittelträge. 0,8 Ampere Mittelträge. Und 0,63 Ampere Mittelträge. Oh, hier von der Tüte mache ich mal kurz den Aufkleber ab und da packe ich dann mal die Sachen von dem Radio rein. So. Die Skala, die muss ich mir bei Gelegenheit mal ganz sicher wegpacken. Ich nehme mal hier das Skalensaal-Gedönse auch raus. Das packe ich auch mal in die Tüte, das brauche ich jetzt auch nicht. Bisschen Moosgummi oder hätte ich mir noch mal besorgen können oder Filz. Aber das kann ich ja immer noch machen. Die Skalenlampe, das war jetzt 7 Volt. Die lief auch noch, die ging auch noch, die packe ich mir auch noch mal in die Tüte. Ja, so filzmäßig brauche ich noch was. So einen Kondensator habe ich übersehen. Das ist die Antennenkopplung. Der ist nicht so kritisch. Und hier unten drin, da sieht man das ganze Elend. Da sind die ganzen Dinger so verbaut, dass ich hier eventuell den Poti mit rausbauen muss, damit ich da teilweise dran komme. So. Da werde ich mir jetzt hier nochmal die Röhren rausnehmen, wenn das jetzt hier gerade geht. Die ECC85 Telefunkenröhre. Die ECH81. Auch Telefunken. Die EF89, auch eine Telefunkenröhre. Die EABC80 ist auch Telefunken.
Und die EL 84 oder 94? Auch eine Telefon. So, dass die nicht kaputt gehen. So, dann muss ich hier gucken. Wie sehen die Kontakte aus? Die sehen besser aus als die vom UKW. Die UKW-Kontakte sind total schwarz. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. UKW wollt ihr ja auch nicht. Muss ich erstmal den Trafo rausnehmen. Dazu brauche ich eine Zange. Den hatte ich nämlich schon mal draußen. Fragt mich nicht warum, weil ich mit dem Endoskop nicht dahin kam, wo ich hin wollte. Um das besser zu sehen. Die Schaltpläne sind, gelinde gesagt, scheiße. Also das ist wirklich gelinde gesagt scheiße. Weil von der Qualität her kann man kaum was erkennen. Es ist nicht angemarkert, was welcher Kondensator ist, also welcher Typ Kondensator. Ich habe hier lauter Röhrchenkondensatoren, Keramikkondensatoren. Hier ist zum Beispiel einer. Und es ist leider nicht angemarkert, welcher Kondensator welcher Typ ist. Ob das jetzt Papier oder Styroflex oder was auch immer ist. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen, wie verbaut das da drinne ist. Ich hoffe, ich kriege das euch gezeigt. Ich zoome da mal ein bisschen rein. Könnt ihr das sehen, wie verbaut das da unten ist? Und da unten drinne hängen Kondensatoren. Das mit dem Licht. Da. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist total verbaut. Und eventuell muss ich noch das Poti hier rausnehmen, um daran zu kommen. Ich versuche das mal so rauszulöten. Kondensatormäßig habe ich hier Vima MKP. Vima MKP. MKP. Und den Vima MP3, ja. Und zwei Elkos. Und noch die großen Elkos für den großen Elko, der hier hinten sitzt. Da sitzt noch ein Elko hinten, ein großer, 250 μ Elkos, 250 Volt, ne 350, 385. Da habe ich zwei 74 μF 400 Volt Elkos gekauft. Die sind relativ günstig. Also die waren wirklich günstig, die 400 Volt Elkos. Was waren die? 40 Cent? Keine Ahnung. Aber nicht aus China, sondern bei Reichelt. Kann ich also sagen. Das ist der Übertrager, ne? Aber wenn ich jetzt den Übertrager mir da jetzt mal ein Bild mache, wenn ich den jetzt hier komplett ablöte, müsste das Kabel sein, ja, das Lautsprecherkabel. Dann mache ich mir mal mit dem Handy ein Bild. Und den löte ich mal komplett raus. Habe ich doch schon längst. Egal. So. Dann mache ich mir mal ein Bild von. Machen wir aber mal immer ein.
dass ich das mal auch wieder zuordnen kann. Dann löte ich den mal raus. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr das vielleicht auch noch sehen. Oder auch nicht. Ja, die Kamera steht ein bisschen doof. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So, ist ja hier ein Widerstand. Der geht auf den Elko. Das. Den muss ich sowieso nachher alles ablöten. Dahin. So, dann kann ich den nämlich da erstmal rausziehen. Das ist der Audioübertrager. Schon habe ich schon mal ein bisschen mehr Platz in der ganzen Geschichte. So, jetzt werde ich erstmal die ganzen Elkos da raus oder die ganzen Kondensatoren da rausnehmen und tauschen. Achso, bevor ich das mache, wollte ich noch eine Sache mal anmerken. Könnt ihr euch auf vielen anderen Seiten ja auch anschauen. Aber diese diese Kondensatoren haben hier einen schwarzen Strich, was anzeigt, dass dieser Anschluss die Außenfolie ist. Das sind zwei Folien, sind übereinander gewickelt. Und die Folie, die außen liegt, die hier oben als äußerste Schicht drauf liegt, ist auf diesem Beinchen, was eine Art Schild, also zum Entstören oder sowas, darstellt. Das ist auf den neuen Kondensatoren, ist das nicht angemarkert, wo, ich nehme hier exemplarisch mal einen raus. Weil es heutzutage eigentlich keinen Sinn macht. Hier ist an dem ist nichts angemarkert, angeteasert, welches Beinchen jetzt die äußere Folie darstellt, was dann abschirmt. Und ich muss ja jetzt das wieder so anlöten, muss den ja so reinlöten, dass die äußere Folie auf diesen einen Pin geht. Das hat was mit der Abschirmung zu tun, dass da keine äußeren Störeinflüsse so reinkommen. Und das kann man eigentlich ganz einfach machen mit einem Oszilloskop. Da braucht man auch kein spezielles Oszilloskop für. Da reicht ein ganz einfaches, so wie dieses, was war das, glaube ich, 30 Euro Teil. Der Mr. Carlson, oder wie er heißt, der hat da ein schönes Gerät für gebaut. Mache ich jetzt mal so, dass ich hier die 50 Hertz Störspannung sehen kann. Jetzt klemme ich das mal hier an. Plus und Minus. Klemme ich mal an und fasse den an. Und jetzt gehe ich mal 10 Millivolt. Ich versuche den mal ein bisschen nach unten zu ziehen. Ist ein ganz kleines bisschen Ripple zu sehen. So, jetzt klemme ich den einmal um. Und ist schon deutlich höher. Jetzt fängt er mehr
Spannung ein. Also der Ripple ist jetzt höher. Er sagt mir jetzt hier was von 20 Millivolt Vmax. Und wenn ich jetzt nochmal umklemme, ist der Ripple sehr viel kleiner, irgendwas von 17 Millivolt. Das heißt, der äußere Folie ist dieses Beinchen. Aber wenn ich hier drauf gehe und hier auf Minus, es fängt er ganz viel ein. Auch egal. Wenn ich auf das Beinchen gehe, ist der Ripple sehr viel höher. Sagt er 18, 19 Millivolt in etwa. Wenn ich das andersrum, den Minus auf dem Beinchen und das Minus auf das Beinchen, ist der Ripple sehr viel kleiner. Heißt, ich schirme gerade mit der Folie den Ripple ab. Auf Minus, also ist der die äußere Folie. Da nehme ich mir jetzt einen Stift. Und mache mir da einen Strich. Und weiß, die Seite ist die Seite mit dem Strich an dem Radio, mit dem Kondensator. So einfach geht das. Das werde ich jetzt in Ruhe machen. Ich werde natürlich jetzt die schlimmsten Kondensatoren, an die man am schlechtesten rankommt, rauslöten. Da unten hängt noch ein Elko drinne. Da hängt noch ein Elko drinne. Da habe ich hier auch Radial-Elkos. Da kommt dann auch Schrumpfschlauch drüber. Oder ich versuche diesen Abschirmung, wie sie hier genommen haben, bei den Kondensatoren auch zu benutzen. So, und hier ist schon das Teer richtig rausgelaufen auf dem Pin drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf dem einen. Ich gucke mal, ob ich das mit der Kamera eingefangen kriege. Kann man das sehen? Da ist der Teer schon aus dem Kondensator rausgelaufen bis auf den Pin hier drauf. Ist denn hier auch was auf dem Trafo zu sehen? Ja. Selbst hier auf dem Trafo ist was draufgelaufen. Von dem Teer. Kann man das sehen? Das bröselt so weg. Und darum muss man die tauschen. Also ich tausche sie. Also für meine Verhältnisse tausche ich sie. Ich möchte dieses Radio ja auch benutzen. Und wenn ich es als Küchenradio nehme oder irgendwie anderes Radio, ist ja egal. Und das soll ja dann auch elektrisch sicher sein. Natürlich, man muss sie jetzt nicht unbedingt tauschen, wie manche das sagen, und sich das im Schrank stellen und schön angucken. Das ist ja noch Originalzustand und alles so wunderschön. Aber man kann es nie einschalten. Wenn man es dann mal irgendwann einschaltet und der einen Kondensator ist so kaputt, dass das so katastrophalen Kurzschluss macht, dass der Trafo und alles durchbrennt, dann ist das Radio hinüber, dann ist es wirklich nur noch zum Angucken da. Ganz ehrlich, dann braucht man sowas sich auch nicht im Schrank stellen, wenn man es nicht benutzen will. Dann kann man sich irgendein kaputtes Ding nehmen, hinstellen, wenn man nur die Optik haben will. Da braucht man nicht mal das Innenleben für. Dann kann man das alles rausbauen da drinnen und dann hinstellen und schön angucken, ja. Ich weiß nicht, was mit manchen Köpfen losgeht, ist bei manchen Menschen. Warum die das so gerne machen wollen. Das sind 22 Nanofarad, an dem ich hier gerade bei bin. Den versuche ich jetzt da mal rauszunehmen. Ich nehme auch einen Zettel und marke mir das mal an, wo ich die rausnehme. Je nachdem, wie weit ich komme, zeige ich dann, wie weit ich bin. Okay, also wir sehen das dann gleich wieder, wenn ich dann soweit alles ausgetauscht habe. Theoretisch müsste ich jetzt noch die ganzen Widerstände nachmessen. Das lasse ich jetzt aber erstmal. Erstmal kümmere ich mich um die
Kondensatoren, dass ich die getauscht kriege. Die sind alle hier so in der Ecke, bis auf die Ecke, da sind es ein, zwei Stück. Und dann nachher bitte Kontakte hier an den Schaltern, dass die wieder ein bisschen funktionieren. Ob ich diese Klaviatur ausbaue, weiß ich noch nicht. Ich glaube eher nicht. Ich versuche das mal eher von so dazwischen zu kommen und mit einem Wattestäbchen oder mit diesen kleinen Bürsten, die ich hier habe, und Kontaktreiniger, das alles wieder schön blank zu kriegen. Gut, also sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich soweit fertig bin damit, mit Austauschen. Bis gleich. Dann bin ich wieder da, beziehungsweise jetzt habe ich es endlich geschafft, das da alles rein zu friemeln. War gar nicht so einfach, wie man sieht hier alles unten drunter. Da ist noch was unten drunter, dazwischen ist noch was. Hier habe ich alles dran. Die zwei großen Elgos hier, die habe ich jetzt so gesetzt, dass sie mit einem Beinchen auf Masse liegen, dem anderen Beinchen, der eine. Da war noch so ein Post von diesem Ding hier, der war noch frei. Da habe ich das dran gelötet, weil da ganz viele Kabel rangehen. Und hier an dem gehen nur zwei Kabel ran. Das ist einmal das hier, das vom Übertrager kommt. Und einmal zum Gleichrichter. Vom Gleichrichter? Nee, das kommt vom Gleichrichter. Vom Gleichrichter direkt auf den Elko? Moment. Doch, ist richtig, ja. Und dann ist hier ein 1K Widerstand, der kommt von dem anderen, genau, ja. So, jetzt muss ich hier bloß noch wieder den Übertrager einbauen und eine neue Netzleitung anschließen. Und dann muss ich mal gucken, weil das sehr schwer zu machen ist. Ich habe schon probiert mit einem Schraubendreher die Abgleichpunkte. Einen konnte ich bewegen, vielleicht noch einen zweiten, aber der Rest ist so fest. Ich glaube, da habe ich schon die Dings kaputt gemacht. Ich habe so vorsichtig wie möglich versucht, da dran zu drehen. Ja, hier ist das Plastik kaputt gebrochen. Da ist überall Wachs drin. Und die lassen sich nicht wirklich bewegen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das mache. Hole ich mir jetzt meine Heißluft, geringste Stufe, 50 Grad oder was auch immer das Ding kann. Ordentlich Luft und das Ganze hier mal warm machen und dann die Dings probieren zu drehen. Ich weiß nicht, ob das nachher mit einem Abgleichen dann noch immer noch hinhaut. Das ist blöd. Ich kann es sonst nicht abgleichen. Und eine Sache muss ich noch machen. Und das ist hier am Dreko. Jetzt geht er noch, aber geht ziemlich schwer. Einmal abbauen hier dieses Teil, was hier dran ist, und einmal versuchen durchzuschmieren irgendwie. Vielleicht zeige ich euch das nochmal, wenn ich denn soweit bin. Aber das geht hier recht schwer. Gut, ich habe das jetzt soweit ein bisschen abgewischt hier vorne, die Sachen, und da oben habe ich das auch ein bisschen weggewischt. Das ist so ein hartnäckiges Zeug. Ich mache jetzt den Rest noch fertig und ich weiß nicht, was ich euch als nächstes zeige. Die Dinger da einbauen, das war Fummelarbeit ohne Ende. Gut, aber dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das nächste hier dran mache. Bis gleich. Jetzt zeige ich mal, wie ich den wieder reinlöte. Das ganze Gedönse da von dem Dingstrapo hier. Dazu brauche ich wieder mein Bild. Wo war jetzt hier was? Also, der gelbe ging da unten rein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich weiß das nicht.
der Stand ging hier an dem dran. Ging an den. Hallo. So. Das gefällt mir gar nicht. Nee, das wird nicht passen. So. Wo ist das Ding? Nee. So, eher so. Machen wir das so. Und das Braune ging da unten rein, ne? Nee, das war verkehrt. Ja, das ging da. Das ging da hinein. Das ist die. Was war das? Die Anode? DL95 oder 84 oder was das hier war? EL84, das war die Anode, genau. Das ist die Anode. Und das ist ja hier der externe Lautsprecheranschluss, der kommt hier oben mit reingeschoben. Ha ha ha.
So, dann ist das wieder angeschlossen. Jetzt brauchen wir noch die Netzleitung. Gehen wir wieder ein Stück zurück. So, da habe ich schon ein Stück Kabel rausgepult. Was ging da durch? Auch drei Adern, aber egal, ich habe nichts anderes da. Eigentlich ist es ja nur zwei Adern. Macht aber nichts. So, das Messer. Zu tief geschnitten. So. Oh Mann. So. Ist das hier immer so? Der Antenne rumjuckelt. Kommt da hinten hin. So. Ja. So. Der kommt da angelötet. Schon mal einer gelötet und hat die abgerissen. Und einmal dahin, das reicht so. Das wäre die Netzleitung auf der Seite. Dann ging die hier oben rum. Und hier an die Seite. Ich verstehe immer nicht, wo Schraubendreher hin sind.
Ist das mit Mutter? Untergeklemmt. Und das war's. Mehr ist das nicht. So, muss ich bloß mal gucken, dass ich die Mutter da unten mal gegriffen kriege. Zimperlich. So, eine Sache muss ich auch noch tauschen. Das ist der Lautsprecher von intern. So, und das ist der eine Kondensator da. Den ich habe. Der kommt da jetzt noch rein. Der Dings, der Y-Krimskrams. Dann nehmen wir mal meine Ossi und gucken mal, wo die Außenfolie ist. Obwohl, man kann ja in den reingucken. Aber man sieht nicht wirklich, welches die Außenfolie ist und welches nicht. Riesensignal. Von da bis dahin. Da pickt er mehr ab. Okay. Das ist die Seite, das mit dem Strich. So, lässt du dich nicht da Marke. Hm. 4M7, na egal. So. Muss da oben ran. So. Die Box. Komm her. Dann.
Es fehlt ein Stück Draht. Aber ein Stück Draht, meine ich, hatte ich hier noch auf dem Dings liegen. Wenn ich da hätte zwischensetzen können. Wo ist denn das hin? Ich habe da hier was abgekniffen. Hä? Nehmen wir das vom Elko. Passt. Kann man das erkennen? Ich weiß das gar nicht, ob man das erkennen kann. Passt da drüber. Mach ich mir nochmal größer. Also denn. So, wenn man es sehen kann. So, dann haben wir das schon mal soweit. So, und jetzt geht es hier um den Dings. Dreko weiß ich gerade nicht sonderlich gut. So, jetzt ist er lose. Und jetzt muss ich diese drei Schrauben lose kriegen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Komm raus. Auf.
Der Rest lässt sich, der da hinten lässt sich ganz leicht bewegen. So. Aber das ganze Teil hier, das ist total verharzt. Boah. Das lässt sich kaum bewegen. Das nehmen wir jetzt auseinander, machen das sauber und nehmen dann Kugellagerfett und fette das neu. Naja, nicht, ich mach so hin, dass du mir nicht kaputt gehst. So. Kugellagerfett. Dahin. Ich guck mal, dass ich euch das da so hinkriege. Außer mir kippt die Kamera hier um. Oh, ich hoffe, das funktioniert. So, da ist ein C-Clip drin. Den nehmen wir ab. Jetzt sollten wir das ganze Ding durchgeschoben kriegen. Klappt auch schon so ein wenig, aber so. Das ist jetzt doof. Versuchen wir das mit Antiöl. Ein wenig auszuwaschen. Und ja, ich sag dazu Antiöl. Seite. Ich kriege das nicht rausgeschoben, weil das hier verhuddelt ist. Ich könnte jetzt eine Feile nehmen und das versuchen wegzufeilen, aber nö. Metallring. Versuchen wir es einfach mal. Mit dem Antiöl.
Und jetzt nehmen wir Kugellagerfett, Zweirad Kugellagerfett. Aber nicht mit dem Dreck da drauf. So. Das scheint ein Fettreservoir zu sein hier. Dann können wir das wieder zusammenschrauben oder zusammenbauen. Clip da wieder reinkriegen. Geht das wieder? Dann nehmen wir uns das Stück Radio. Altes Fett, das kann ja weg. So, also mal gucken, dass ich das wieder ausgerichtet kriege. Ich hoffe, das klappt so. Einmal. Irgendwo geht dann, ist eine Stelle, die geht ein bisschen schwerer. Ihr könnt gerade nichts sehen, ich weiß das.
Okay, nee, das passt schon. Ist okay. So. Und dann müsste ich jetzt das Garnseil wieder draufbauen. Drauf wickeln. Problem ist nur, ich weiß jetzt nicht, wo genau das stehen muss. Ich glaube, das war so. Und das Rad genauso. Das ist doch nicht mehr normal. Komm her, wo ist? So. Ich möchte jetzt kaum einen Fehler machen. Beziehungsweise, ich hätte genug vom Skalenseil, hätte ich jetzt genug da. Ich möchte das jetzt nicht unnötig verjubeln. Und ich meine, das ging. Ich glaube, das ging so rum. Allerdings dahinter. Einmal. Zweimal. Wie hatte ich das mal aufgezeichnet? Das geht von dem einmal rum, zweimal rum.
Ich mache da erstmal eine kleine Schlaufe rein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt ist die Frage, war das jetzt so rum? Hier wird das aufgemalt. So rum, so rum. Nee, das ging glaube ich so rum. Das war dann so. So. Zeig mir, ich habe das noch nie gemacht. Und dann ging das hier auch irgendwie so. Man lässt sich so nicht drehen. Oder muss ich da noch ein drittes Mal rum? Ich glaube, da waren es noch ein drittes Mal rum. Dass er noch einmal da rum war. Noch einmal darum machen muss. Ne, im Schaltplan ist das aber leider auch nicht angemarkert.
nennt mich jetzt blöd, aber so, ich weiß nicht, wo ich da bei euch abgebrochen habe, keine Ahnung. Das Ding hat mir so geärgert eben gerade, da habe ich es ausgemacht und habe es einfach in Ruhe gemacht. Und habe geflucht wie Sau. Aber jetzt funktioniert das. Jetzt kann ich hier am Knopf drehen und er geht einmal komplett rum. So soll es sein. So wollte ich es haben. So, jetzt habe ich den alten hier. Wurde der jetzt oben eingehakt oder unten? Im unteren. Ist das jetzt richtig? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wo Anfang und wo Ende ist. Ich hake den jetzt hier einfach mal irgendwo ein. Ich hake ihn jetzt hier irgendwo einfach ein und er will nicht und ich werde gleich richtig pissig. Das geht ja mir kaputt bestimmt. Ich weiß nicht. Moment. Das habe ich mir gedacht. Ich versuche es nochmal. Wenn es jetzt das ist, dann ist es das und dann lass mich in Ruhe.
vermittle den jetzt hier. Minimales Stück. So, passt. So bleibt das jetzt so. Ja, so, dass da unten irgendwie eingehakt kriegen. So. So. Zweimal hat mich die blöde Feder so gestochen, dass ich hier sogar geblutet habe. So. Aber das Garnsal ist drauf. Ich habe noch genug über. Für die nächsten Radios, die mal irgendwann kommen. Theoretisch könnte ich es jetzt in Betrieb nehmen, muss ich bloß noch einen Lautsprecher hier anschließen. Aber ich mache jetzt einen Feierabend, ich mache jetzt Schluss. Ich nenne es jetzt hier Teil 1, auch wenn das der blöde Teil 1 ist. Teil 2 kommt dann danach, Teil 2 wird dann elektrisch gucken, ob es läuft und abgleichen versuchen. Ich habe schon eine Idee, vielleicht stecke ich das ganze Ding in den Dürrautomaten bei ungefähr 50, 60 Grad, keine Ahnung, für eine Viertelstunde. Dann sollte das Wachs da drinnen überall weich sein, dann könnte ich das auch abgleichen. Ich hoffe, das klappt. So, aber das wäre jetzt hier Teil 1. Wir sehen dann uns bei Teil 2 wieder. Tschüssi.